meine Lieben, eine neue Anleitung für euch. Diese schöne Sommerbluse, die ich Lila genannt habe, das ist ein Raglan von oben nach unten und ich werde alle Anleitungen für jede Größe geben und das ist wirklich gut auch für die Personen, die großen Brust haben. Eine sehr gute Technik, ein Raglan. Für diesen Projekt benutze ich diese Baumwolle Titel Nummer 5, Nadelstärke 3 mm. Für 100 Gramm habe ich 450 Meter. Ich habe am meisten eine Nadelstärke 3 mm benutzt, aber ich habe auch für einige Reihen eine 2,50 benutzt. Am Beginn habe ich immer 3 benutzt, nur für den Körper habe ich auch die 2,50 benutzt. Also, ich erkläre diesen Projekt. Wir beginnen mit einer Kettenmasche. Diese. Das ist die Kettenmasche, die wir machen am Beginn. Von 73 Luftmasche, die ungefähr 43 cm lang ist. Das ist egal für jede Größe. Wir arbeiten Reihe nach Reihe mit Zunahmen an Beginn und Ende jeder Reihe. Wir haben einige Zunahmen am Beginn und am Ende jeder Reihe. Nach 13 Reihen können wir den Faulausschnitt verbinden und noch eine ganze Runde arbeiten für meine deutsche Größe 40. Du kannst eine oder zwei Reihen mehr für weitere Größen zunehmen. Dann werden wir andere 5 Reihen arbeiten, aber dieses Mal separat, getrennt. Ich meine 5 Reihen für die Vorderseite und noch 5 Reihen für die Rückseite, aber separat. Mit diesen 5 Reihen werden wir auch einige Maschen zu nehmen, so viele, die jede Größe braucht. Nach diesen 5 Reihen können wir endlich Vorderseite mit Rückseite verbinden. Und nach der Verbindung arbeiten wir noch weiter, bis die Bluse so lang ist, die wir brauchen. Ich werde diese andere Farbe benutzen mit größeren Nadelstärke, sodass du die Maschen besser sehen und verstehen kannst. Das ist, warum die Luftmaschen sind dasselbe für jede Größe. Bitte eine Schlaufe zu beginnen und jetzt 73 Luftmaschen für jede Größe. Also 73 Luftmaschen. Jetzt
zwei Luftmaschen mehr zu beginnen und in die vierte 1, 2, 3, 4, 2 Stäbchen, 1 und 2, eine Luftmasche und in die gleiche Masche noch 2 Stäbchen. Also, ich habe diese Reihe mit 3 Luftmaschen beginnt und diese 3 sind Ersatz erstes Stäbchen und dann in die zweite Masche habe ich sofort meine erste Ecke. Jetzt von hier eine Luftmasche, einen Umschlag, überspringe ich 2 Maschen, 1, 2, in die dritte, ein Stäbchen, eine Luftmasche, in die gleiche Masche noch ein Stäbchen, eine Luftmasche. Jetzt überspringe ich 3 Maschen. 1, 2, 3, in die vierte wiederhole ich noch einmal ein Stäbchen, eine Luftmasche, in die gleiche Masche noch ein Stäbchen und eine Luftmasche. Und gehe ich weiter, lasse ich immer 1, 2, 3 Maschen, in die nächste wiederhole ich ein neues Faul. Das habe ich Faul genannt. Siehst du, das ist wie ein Faul. Faul. Ich muss 1, 2, 3, 4 Faul machen und 3 Maschen inzwischen. So, noch eine. 1, 2, 3 in die vierte, das letzte Faul. Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche. Und jetzt die zweite Ecke. Lasse ich dieses Mal nur 2 Maschen, 1, 2 und in die dritte meine zweite Ecke. Also 2 Stäbchen, 1, 2. Jetzt eine Luftmasche, in die gleiche Masche noch 2 Stäbchen, 1, 2 und jetzt eine Luftmasche und gehe ich weiter. Dieses Mal muss ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Faul häkeln. Meine zweite Ecke ist gemacht, eine Luftmasche und jetzt lasse ich die nächste 2 Maschen, 1, 2 und in die dritte mein erstes Faul mit einem Stäbchen, einer Luftmasche, in die gleiche Masche einem Stäbchen und einer Luftmasche. Jetzt gehe ich weiter. Ich weiß, dass inzwischen muss ich 3 Maschen lassen. Also einen Umschlag lasse ich 1, 2, 3 Maschen. In die vierte wiederhole ich das zweite Faul. Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche. Und gehe ich weiter bis 8. 1, 2, 3 in die vierte. Das dritte Faul und so weiter bis 8. Also, ich habe 8 gehäkelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eine Luftmasche. Einen Umschlag lasse ich 1, 2 Maschen. In die dritte, meine dritte Ecke. 2 Stäbchen.
eine Luftmasche und in die gleiche Masche noch zwei Stäbchen. Eins und zwei. Eine Luftmasche. Jetzt lasse ich die nächste zwei Maschen und in die dritte mein erstes Faul. Ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen und eine Luftmasche. Also, erste Seite, zweite Seite, jetzt die dritte Seite mit 1, 2, 3, 4 Faul. Ich habe schon die erste, das erste. Jetzt lasse ich 1, 2, 3 Maschen und in die nächste, das zweite Faul. Stäbchen, Luftmaschen, Stäbchen, Luftmasche. Jetzt die dritte lasse ich 1, 2, 3 in die vierte. Ein Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Eine Luftmasche. Ich habe 1, 2, 3. Einen Umschlag lasse ich die nächste 3 in die vierte. Ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen und eine Luftmasche. Okay, das ist das vierte und letzte Faul. Jetzt habe ich die vierte Ecke und das letzte Stäbchen. Einen Umschlag lasse ich die nächste zwei Maschen, 1, 2, in die nächste, die vierte Ecke, 2 Stäbchen, 1, 2, eine Luftmasche, 2 Stäbchen, noch einmal, 1, 2, und in die letzte Masche noch das letzte Stäbchen. Und meine erste Reihe, siehst du, ist fertig. Zeige ich besser. Erste Seite, zweite Seite, dritte Seite. Das ist mein Neckausschnitt. Mein Halsausschnitt. Entschuldigung, ich habe Neck gesagt. Neck ist Englisch, auf Englisch. Halsausschnitt. Also, das ist mein echtes Muster. Wir haben jetzt die erste Reihe gemacht und wir sind jetzt hier. Aber Reihe nach Reihe, wir haben diese Faulhalsausschnitt. Und am Ende werden wir die beide verbinden hier. Und am Beginn, das ist dasselbe für jede Größe. Wir müssen das Raglan häkeln. Dasselbe für jede Größe. Zweite Reihe. Also beginne ich mit 1, 2 Luftmaschen als erstes Stäbchen. Drehe einen Umschlag jetzt in die erste gleiche Masche noch ein Stäbchen. Also ich beginne meine Reihe, siehst du, mit 2 Stäbchen in die gleiche Masche. Das erste Stäbchen ist mit 2 Luftmaschen gemacht. Dann das zweite, jetzt eine Luftmasche, einen Umschlag
Und jetzt hier in die Mitte dieser Ecke eine neue Ecke. Zwei Stäbchen. Eins und zwei. Eine Luftmasche. Und hier noch in die Mitte zwei Stäbchen. Also jetzt zweite Reihe habe ich nicht Faulmasche, sondern Grännimasche. Also von hier eine Luftmasche, einen Umschlag in diese Schlaufe hier unten, wo ich die Luftmasche habe, drei Stäbchen. Nicht mehr das Faulmasche, sondern die Grännimasche mit drei Stäbchen. Eine Luftmasche und jetzt drei Stäbchen und eine Luftmasche in jedem Raum. Eins, zwei, drei Stäbchen und eine Luftmasche. Zweite Reihe. Also beginne ich mit 1, 2 Luftmaschen als erstes Stäbchen. Drehe einen Umschlag jetzt in die erste gleiche Masche noch ein Stäbchen. Also ich beginne meine Reihe, siehst du, mit zwei Stäbchen in die gleiche Masche. Das erste Stäbchen ist mit zwei Luftmaschen gemacht. Dann das zweite, jetzt eine Luftmasche, einen Umschlag und jetzt hier in die Mitte dieser Ecke eine neue Ecke. Zwei Stäbchen, eins und zwei. Eine Luftmasche und hier noch in die Mitte zwei Stäbchen. Also jetzt zweite Reihe habe ich nicht Faulmasche, sondern Grännimasche. Also von hier eine Luftmasche, einen Umschlag in diese Schlaufe hier unten, wo ich die Luftmasche habe, drei Stäbchen. Nicht mehr das Faulmasche, sondern die Grännimasche mit drei Stäbchen. Eine Luftmasche und jetzt drei Stäbchen und eine Luftmasche in jedem Raum. Eins, zwei, drei Stäbchen und eine Luftmasche. Noch in die nächste Luftmasche hier drei Stäbchen. Und ich habe Probe, das ist drei Stäbchen, eine Luftmasche und jetzt in die nächste zwei Räume hier unten wiederhole ich drei Stäbchen und eine Luftmasche. Noch in die nächste, da in den nächsten
drei Stäbchen eine Luftmasche. Siehst du? Jetzt habe ich die zweite Ecke hier in die Mitte. Noch eine neue Ecke, zwei Stäbchen, eine Luftmasche und noch zwei Stäbchen. Jetzt gehe ich weiter eine Luftmasche, einen Umschlag und in jeden Raum hier unten drei Stäbchen eine Luftmasche. Und gehe ich weiter so, bis ich die dritte Ecke erreiche. Eins, zwei, drei Stäbchen, eine Luftmasche in jedem Raum bis die dritte Ecke. Drei Stäbchen, eine Luftmasche und jetzt in die nächsten zwei Räume hier unten wiederhole ich drei Stäbchen und eine Luftmasche. Noch in die nächste. Da in den nächsten drei Stäbchen eine Luftmasche. Siehst du? Jetzt habe ich die zweite Ecke hier in die Mitte. Noch eine neue Ecke. Zwei Stäbchen. Eine Luftmasche und noch zwei Stäbchen. Jetzt gehe ich weiter eine Luftmasche, einen Umschlag und in jeden Raum hier unten drei Stäbchen, eine Luftmasche. Und gehe ich weiter so, bis ich die dritte Ecke erreiche. Eins, zwei, drei Stäbchen, eine Luftmasche in jedem Raum bis die dritte Ecke. Ich habe alle Räume ergänzt. Jetzt die letzte Gruppe mit drei Stäbchen und eine Luftmasche. Und ich bin an der dritten Ecke. Hier in die Mitte eine neue Ecke, zwei Stäbchen, eine Luftmasche, zwei Stäbchen. Die neue dritte Ecke, jetzt noch wieder eine Luftmasche und in jedem Raum, 1, 2, 3, 4, 5 Räume, wiederhole ich noch einmal drei Stäbchen, eine Luftmasche in jedem Raum. Bis zur nächsten Ecke,
Die vierte. Ich bin da. Moment. Noch einigen. Ich bin da. Moment. Hier in den letzten Raum die letzte drei Stäbchen und eine Luftmasche. Und jetzt ich bin an der vierten Ecke, hier in die Mitte eine neue, zwei Stäbchen, eine Luftmasche, zwei Stäbchen. Die neue vierte Ecke, eine Luftmasche und jetzt, okay, jetzt siehst du, ich habe ein, zwei Stäbchen der Ecke und das letzte Stäbchen in dieses zwei Stäbchen. Und das ist die zweite Reihe, siehst du? Fertig für die dritte Reihe. Also, wir müssen immer einmal Faulmuster machen, einmal Granny-Muster machen, dann wieder Faulmuster, dann wieder Granny-Muster. Faulmuster, Granny-Muster. Und wir beginnen jede Reihe mit zwei Luftmaschen und drehen in die gleiche erste Masche noch ein Stäbchen. Wir beginnen jede Reihe mit zwei Stäbchen in die erste gleiche Masche. Und am Ende jeder Reihe machen wir zwei Stäbchen in die letzte gleiche Masche. Dann eine Luftmasche und jetzt in jedem Raum unten ein Faul. Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, noch eine Luftmasche. Und jetzt in die Mitte jeder Ecke, eine neue Ecke mit zwei Stäbchen, Luftmasche, zwei Stäbchen, Luftmasche. Gehe ich weiter. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ich muss in jedem Raum ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche machen. Beginnen wir noch einmal. Ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche. Und gehe ich weiter so bis zur nächsten Ecke. In die Mitte jeder Ecke muss ich noch wieder eine neue Ecke häkeln. Und natürlich in die letzte Masche jeder Reihe muss ich immer zwei Stäbchen häkeln. Und jetzt gehe ich weiter so Reihe nach Reihe. Ende dritter Reihe, bitte Achtung, zwei Stäbchen in die letzte Masche. Eins und zwei. Also gehe weiter mit diesem Muster bis Reihe Nummer 13 und das ist gültig für jede Größe. Die Zunahmen für weitere Größen machen wir später.
Jetzt nach 13 Reihen müssen wir verbinden. Also am Ende Reihe 13. Entschuldigung. Nehme ich die andere Seite hier und mit einer Kettenmasche in die erste Masche hier schließe ich diese Runde. Siehst du? Jetzt habe ich eine ganze Runde verbunden. Also jetzt habe ich verbunden und werde ich jetzt in Runden arbeiten. Nächste Runde, Runde Nummer 14, 1 und 2 Luftmaschen als Ersatz erstes Stäbchen. In die nächste Masche ein Stäbchen. Und jetzt gehe ich weiter mit einem Stäbchen in jede Masche unten. Also in diese Luftmasche hier unten ein Stäbchen. Und ein Stäbchen in jede Masche unten. Bis zum Ende dieser Runde. Und natürlich, wenn ich jede Ecke erreiche, muss ich in die Mitte eine neue Ecke häkeln. Ich habe jetzt die erste Ecke erreicht. Also in diese zwei ersten Stäbchen, eins und dann zwei Stäbchen. Und jetzt in die Mitte der Ecke eine neue Ecke. Zwei Stäbchen. Eine Luftmasche. In die gleiche Masche noch zwei Stäbchen. Und dann gehe ich weiter mit einem Stäbchen in jede Masche unten. Also hier in dieses Stäbchen ein Stäbchen, in die nächste Masche ein Stäbchen, in die Luftmasche ein Stäbchen, in das Stäbchen ein Stäbchen, in die Luftmasche ein Stäbchen und so weiter bis die nächste Ecke. Ich bin am Ende dieser ersten Runde. Ich habe nur zwei Maschen zu arbeiten. Zwei Stäbchen in diese letzten zwei Maschen. Und jetzt eine Kettenmasche in die zweite Luftmasche. Ich habe am Beginn dieser Runde gemacht, zu schließen. So. Also jetzt, ich will meinen Faden abschneiden und ich will in eine andere Masche die neue Runde beginnen, denn ich will nicht, dass der Beginn jeder Runde ist, genau hier an der Förderseite.
Also, das ist mein Raglan nach 14 Reihen oder Runden. Das ist egal. Siehst du? Ich habe ungefähr jetzt eine Länge von ungefähr 15 cm. Ich muss noch weiter gehen, aber jetzt muss ich Vorderseite und Rückseite separat arbeiten. Also, ich werde hier nur hier an dieser Seite arbeiten, die Rückseite, und dann dasselbe muss ich hier machen an der Vorderseite. Ich arbeite die zwei Seiten, Rückseite und Vorderseite, separat getrennt. Ich habe schon 1, 2, 3, 4, 5 Reihen mehr an die Rückseite gearbeitet. Aber jetzt ich will erklären, wie die Vorderseite arbeiten, okay? Also, für die Größe 38 und 40 haben wir keine Probleme, denn wir haben hier diese Seite. Ich habe 102 Maschen insgesamt. Ich brauche keine Zunahmen zu machen, denn diese Nummer ist teilbar durch 6 plus 1. Und das ist das Muster, das wir machen müssen. 6 plus 1. Also, für meine Größe 38, deutsche Größe 38 und 40, brauche ich keine Zunahmen. Für die Größe 42 brauche ich 6 Maschen mehr, 6 Maschen als Zunahmen, also 102 plus 6. Für die Größe 44, 102 plus 12. Für die Größe 46, 102 plus 18. Also 6 Maschen Zunahmen mehr für jede weitere Größe. Erste Reihe der Vorderseite. Ich beginne mit einem Knoten. Stecke meine Nadel hinein. Und jetzt hier meine Ecke. Das ist die Seite der Vorderseite, das ist die Ecke. Hier, wo ich die Luftmasche habe, stecke ich meine Nadel und eine Kettenmasche zu verbinden. So, jetzt 1, 2, 3, 4 Luftmaschen, einen Umschlag. Lasse ich die nächste Masche in die zweite ein Stäbchen, eine Luftmasche. Noch einmal einen Umschlag, überspringe ich die nächste Masche in die zweite ein Stäbchen, eine Luftmasche. Das ist das Netzmuster. Und ich muss so weitergehen bis zum Ende dieser Vorderseite.
Diese erste Reihe soll ich keine Zunahmen machen. Die Zunahmen mache ich später. Von der zweiten Reihe. Ich habe die zweite Ecke erreicht. Hier ein Stäbchen, eine Luftmasche und in den Raum unten, wo ich diese Luftmasche habe, das letzte Stäbchen. Das ist alles für die erste Reihe. Jetzt die zweite. Falls ich die Größe 38 oder 40 habe, muss ich keine Zunahmen machen für die zweite Reihe. Aber falls ich Größe 42, 40, 44, 46 und so weiter habe, muss ich einige Zunahmen machen. Zum Beispiel, ich will die Größe 44 machen. Ich muss 12 Zunahmen machen. Also, 6 Zunahmen mache ich jetzt. Hier die zweite Reihe. Die andere 6 Zunahmen, die andere 6 Maschen mehr, werde ich an die vierte Reihe zu nehmen. Also beginnen wir mit den ersten 6 Maschen. 1, 2, 3 Luftmaschen als Ersatz erstes Stäbchen. Hier in die Luftmaschen ein Stäbchen. Und jetzt hier in die nächste Masche meine erste Zunahme. Also ich werde 2 Stäbchen in die gleiche Masche machen. 1 und 2. Das ist die erste Zunahme. Jetzt gehe ich weiter mit einem Stäbchen in jede Masche ohne zu nehmen. Ich muss noch 5 Maschen zunehmen. Ich werde zum Beispiel die zweite hier, die dritte hier in die Mitte, die vierte hier, die fünfte und die sechste hier am Ende dieser Reihe. Um zu nehmen, ich werde immer, wie schon gezeigt, 2 Stäbchen in die gleiche Masche machen. 1 und 2. Zum Beispiel, das ist die zweite Zunahme. Gehe ich weiter. Bis zum Ende dieser Reihe. Am Ende dieser Reihe für die Größe 44 habe ich 108 Maschen. Dritte Reihe. Jetzt keine Zunahmen, aber normales Netzmuster beginne ich mit 4 Luftmaschen und drehe. Einen Umschlag lasse ich die nächste Masche und in die zweite ein Stäbchen, eine Luftmasche und gehe ich weiter so. Also jetzt bin ich fertig für die vierte Reihe. Vierte Reihe,
kann ich die andere Hälfte meiner Zunahmen machen. So zum Beispiel, ich muss Größe, ich habe Größe 42, drei Zunahmen habe ich schon gemacht. Hier die zweite Runde, jetzt die vierte, andere drei Zunahmen. Also 1, 2, 3, Dreh. Ein Stäbchen in jede Maschen unten. Und wenn du eine Zunahme machen willst, bitte zwei Stäbchen in die gleiche Masche. Zwei Stäbchen in die gleiche Masche sind eine Zunahme. Diese fünfte Reihe ist jetzt der Beginn meines neues Musters. Das ist immer Netzmuster, also für Luftmasche und Dreh. Aber jetzt will ich dir zeigen, hier das Muster. So siehst du, wir beginnen mit Netzmuster. Das ist unsere fünfte Reihe jetzt. Und dann wieder eine Reihe mit ganzen Stäbchen. Und dann eine Reihe mit Spitzen. Dann wieder Spitzen. Dann haben wir Stäbchen und Luftmaschen. Und dann wieder Netzmuster. Dieses Muster hat 1, 2, 3, 4, 5 Reihen. Das heißt, ich muss fünf Reihen immer wiederholen. 1, 2, 3, 4, 5 und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter bis die gewünschte Länge. Also, für Luftmaschen, einen Umschlag lasse ich eine Masche in die nächste, noch ein Stäbchen und eine Luftmasche. Ich wiederhole, was ich hier gemacht habe. Aber das ist die letzte Reihe, wo ich separat arbeiten muss. Dann werde ich Rückseite mit Vorderseite verbinden. Und das werde ich am Reihe 6 machen. So. Also, ich habe meine 1, 2, 3, 4, 5 Reihen für die Vorderseite gemacht. Jetzt die Rückseite muss ich dasselbe machen. 1, 2, 3, 4, 5. Aber die Zunahmen sind ein bisschen verschieden. Das ist, warum wir ein verschiedenes Maschennummer haben. Hier an der Rückseite. An der Rückseite habe ich nur 91 Maschen insgesamt. Also für die Größe 38 habe ich 91 Maschen insgesamt und diese sind schon genug, keine Zunahmen mehr. Das ist alles für diese Größe, die deutsche Größe 38. Für meine Größe 40 habe ich diese 91 Maschen, aber ich brauche andere 6 Maschen mehr als Zunahmen. Insgesamt werde ich 97 Maschen haben. Also, ich habe drei Zunahmen hier an der zweiten Reihe gemacht und andere drei an der vierten. Insgesamt 6 Maschenzunahmen. So,
Von 91 Maschen habe ich am Ende dieser 5 Reihen 97. Also für die Größe 42 muss ich 12 Maschen zu nehmen. Für die Größe 44 Achsenmaschen zu nehmen. Für die Größe 46 24 Maschen zu nehmen. Das ist alles. Ich glaube, jetzt musst du an deiner Rückseite arbeiten, diese 5 Reihen. Und dann sind wir fertig, um Rückseite mit Vorderseite so zu verbinden. Siehst du, ich verbinde auf diese Weise Vorderseite mit Rückseite. Hier werde verbinden. Auf diese Weise, nach der Verbindung, habe ich meine zwei Ärmel. Hier eins und zwei. Und dann kann ich weiter in Runden arbeiten. Und werde ich weitergehen bis die gewünschte Länge. Also, ich bin fertig für meine Verbindung. Vorderseite an die Rückseite zu verbinden. Also von hier nehme ich die Rückseite. Ich habe 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. In die dritte stecke ich meine Nadel, eine Kettenmasche zu verbinden. Auf diese Weise. So einfach und so schnell. Und jetzt bin ich fertig für die nächste Runde. 1, 2, 3 Luftmaschen und jetzt ein Stäbchen in jede Masche unten. Hier in die Luftmasche ein Stäbchen, hier in das Stäbchen unten ein Stäbchen und ein Stäbchen in jede Masche. So, so einfach. Also jetzt die zweite Verbindung. Ein Stäbchen in das letzte unten, aber nicht ganz geschlossen. Einen neuen Umschlag gehe ich in die dritte Luftmasche. Ein Stäbchen nicht ganz geschlossen, einen Umschlag durch diese drei Schlaufe zusammengeschlossen. Zwei Stäbchen zusammengeschlossen, um zu verbinden. Und dann gehe ich weiter. So. Am Ende dieser Runde ein Stäbchen in diese Luftmasche hier unten. Lasse ich dieses Stäbchen und direkt in die dritte Luftmasche eine Kettenmasche zu schließen. Nächste Runde, das ist meine erste, jetzt die zweite mit 4 Luftmaschen.
zwei Umschläge lasse ich eine Masche, zweite Masche in die dritte zwei doppelte Stäbchen. Eins, zwei. Eine Luftmasche. Noch zwei doppelte Stäbchen in die gleiche Masche. Zwei Umschläge lasse ich 1, 2 in die dritte ein doppeltes Stäbchen. Das ist, was ich wiederholen muss bis zum Ende dieser Runde. Zeige ich nochmal. Das ist die Ende der Runde. Eine Kettenmasche in die vierte Luftmasche. 1, 2, 3, 4. Eine Kettenmasche zu schließen. Nächste Runde. Eine Luftmasche. Wieder in die gleiche Masche meine Nadel und eine feste Masche. Einen Umschlag gehe ich direkt in den Raum, wo ich die Luftmasche gehäkelt habe und drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. Eine Luftmasche. Noch drei Stäbchen in die gleiche Masche. Eins, zwei, drei. Eine feste Masche in das doppelte Stäbchen hier unten. Das ist, was ich wiederholen muss. Zeige ich nochmal. Drei Stäbchen, eine Luftmasche, drei Stäbchen, eine feste Masche. Am Ende dieser Runde eine Kettenmasche in die erste feste Masche. Und jetzt die fünfte Reihe dieses Musters. Also beginne ich mit 5 Luftmaschen an 2, 3, 4, 5. Eine feste Masche in die Luftmasche, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen in die feste Masche unten. Wiederhole ich. Zwei Luftmaschen, eine feste Masche in die Luftmasche unten. Zwei Luftmaschen, ein Stäbchen in die feste Masche unten. Und gehe ich weiter so. Am Ende dieser Runde zwei Luftmaschen und eine Kettenmasche in die dritte Luftmasche zu schließen. Nächste Runde wiederhole ich von Runde 1. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt beginne ich wieder von 1.
1, 2, 3, 4 Luftmasche, einen Umschlag, lasse ich die nächste Masche in die nächste ein Stäbchen und eine Luftmasche. Einen Umschlag lasse ich die nächste in die nächste ein Stäbchen, eine Luftmasche. Also siehst du, ich bin fast am Ende. Ich habe mit diesem Muster 1, 2, 3 mal gearbeitet, bis dritte Mal habe ich 3 mm Nadelstärke benutzt. Von hier bis andere 3 Muster habe ich 2,5 mm benutzt. Und jetzt beginne ich wieder mit 3 mm. Also meine Lieben, ich habe das spitze Muster 8-mal wiederholt. Siehst du? Und jetzt erkläre ich, wie die Ärmel zu machen. Als Abschlusskante brauche ich kein neues Muster. Die 2 Reihen mit Spitzen sind ideal als Abschlusskante. Das Spitzenmotiv habe ich 8-mal wiederholt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und meine Bluse ist insgesamt 54 cm lang. Wir beginnen die Ärmel einer Schlaufe. Das ist der Ausschnitt. Hier unten beginnen wir. Also hier, wo die erste Reihe beginnt, eine Kettenmasche, um zu verbinden. Und jetzt 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. Und ein Stäbchen in die nächste Reihe unten. Noch eine Luftmasche und ein Stäbchen in die nächste Reihe und geh weiter so für die ganze Runde. Die ganze Runde lang, glaube ich, muss ich sagen, weiß ich nicht. Und jetzt, wenn du die ganz normale Maschen hast, eine Luftmasche, lasse eine Masche und in die nächste ein Stäbchen, eine Luftmasche. Siehst du? Ganz einfach. Also, ich habe gezeigt, wie die normale Maschen arbeiten und wie die Reihe arbeiten. Hier habe ich die letzte Reihe, das letzte Stäbchen und die letzte Luftmasche. Und jetzt in die dritte Luftmasche hier, 1, 2, 3, eine Kettenmasche, um diese Runde zu schließen.
Fertig für die zweite Runde. 1, 2, 3 Luftmaschen als Ersatz erstes Stäbchen und jetzt ein Stäbchen in jede Masche unten. Hier ein Stäbchen in die Luftmasche unten und ein Stäbchen in das Stäbchen unten. Und gehe ich weiter so die ganze Runde lang. Jetzt gehe weiter mit einer Reihe Netzmuster, eine Reihe ganze Stäbchen, dann wieder Netzmuster, dann wieder ganze Stäbchen, bis die gewünschte Länge. Also für die Ärmel habe ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Runde Netzmusterstäbchen, Netzstäbchen, Netzstäbchen, Netz. Und dann noch 2 Runden für die Abschlusskante. Und ich habe die gleiche Spitzen hier. Die gleiche, die Spitze, die ich benutzt habe für mein Muster, für die Bluse. Dasselbe, genau. Nur die Spitze nur für die letzten 2 Runden als Abschlusskante. Für die Ärmel, das ist alles. Jetzt nur eine Runde als Abschlusskante für den Hals. Ich beginne hier von dem Schulter. Ich stecke meine Nadel hier in diesen Raum, wo ich die Luftmasche habe. Eine diesen Raum. Den Faden durch, so, eine Luftmasche und jetzt 3 feste Maschen in diesen Raum. 1, 2 und 3. Und jetzt habe ich diese Masche, wo 2 Stäbchen sind, siehst du, in diese Masche eine feste Masche. Noch wieder 3 feste Maschen in den nächsten Raum. 1, 2. Entschuldigung. Und was ist das? 1, 2 und 3. Eine feste Masche hier und so weiter. Herum. Eine ganze Runde, glaube ich, ist genug. Ich werde nur eine Runde machen, aber natürlich kannst du auch 2 oder 3 machen, wie du willst, wie du brauchst. Und das ist alles für meine Bluse.